Oh, das ist aber sehr eng. Drück mal auf Start. Klappt das jetzt hier nicht, ne? Guck mal, ja, hab ich schon. Das ist ein Pfefferkuchenhaus. Runzel, lass dein Haar herunter, ich werd wahnsinnig. Geil. Sonderedition Halloween. Ja, geil. Hans und Gretchen. Wow. Pirates. Der Piratenbereich. Ja. Mega. Schade, schade, schade um den Park. Einen wunderschönen guten Tag. Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Lost Place Abenteuer aus Camp Lindford. Hier gibt es einen Märchenwald, den wollen wir uns mal angucken. Ich bin ein bisschen außer Atem, das Ding liegt mitten auf dem Berg, aber es soll spektakulär sein. Das ist erst so einige Monate zu. Wir gucken jetzt mal, was uns erwartet. Was glaubst du? Anzeigen erwarten uns. Nee, kann ja nicht sein. Camp Lindford hat nicht mal eine Polizeiwache. Los geht's. Ja, sieht an sich schon mal ganz cool aus, das Ding. Wie gesagt, liegt mitten im Wald, Leute, beziehungsweise auf einem Hügel. Blöd, wenn das in der Stadt wäre, ne? Stadtwald. Was gibt's denn so zu dem Hintergrund? Also das Ding ist seit Ende letzten Jahres zu, weil... Insolvent. Corona hat dem Geschäft hier den Rest gegeben. Scheiße, ich kann nicht mehr. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Das sieht so ganz easy aus, das ist aber super steil. Das kriegst du gar nicht eingefangen. Nee, kriegst du auch nicht. So stehe ich gerade. Sieht man, wie schräg ich stehe? Warte. Ja, fast. Du musst die Kamera jetzt gerade halten, glaube ich, oder? Soll ich die so halten? Ja. Bin ich mir dafür ausgelegt, für so Reisen. Mein Gott. Wahrscheinlich hätten wir einfach am Eingang unten links rumgehen müssen. Meinst du? Da wäre wahrscheinlich schon mehr. Das wäre kein normaler Wanderweg, wie der ausgeschildert ist. Todesurteil für jemanden. Er läuft den Wolf. Die Oma, die läuft sich den Wolf. Hier steht der Freefall Tower aus dem Phantasialand. Ja, ja. Sind wir von Haltern bis nach Brühl gelaufen. Von Haltern, komplett fort. Ja, das sieht ja schon so ein bisschen komisch aus alles, ne? Guck mal, hier ist auch neu umgebunden. Kann man da eben drüber hüpfen? Da steht ein Pirat. Der Pop-Up Pirate. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, dass da eine Amazon-Domkamera hängt. Echt hoch? Das ist keine echte. Meinst du? Nein, das ist so. Also einen anderen Eingang. Eine Mikro ist ja zu heiß mit der 7 Euro Domkamera-Attrappe. Okay. Ich weiß es nicht. Doch. Ich kenne die. Persönlich? Persönlich. Ich habe mit der schon... Ja. Was gedreht. Was gedreht. Jetzt kann man vielleicht mal wahrnehmen, wie steil dieser Wichsweg ist einfach. Ja, das ist schon. Wenn die Dicke hier ins Rollen kommt, ey, die geht bis ins Tal. Darf man Dicke noch sagen heutzutage? Heute ist Weltfrauentag, ne? Das Ende kommt dick. Boah, das steht ist gut. Bulle. Ja? Siehst du nicht da? Auf der Schrägen eingezäunt? Jo. Aber der Moviepark sieht von hinten auch so aus, ne? Da sind auch Löcher im Zaun. Moviepark ist genau so abgefuckt. Nein, aber da sind auch so Löcher im Zaun. Abgefuckt nicht. Ja, wir wollen doch nochmal da. Drehen. Ja, über die Marketing-Tante. Die kann dir übrigens mal schreiben, wir wissen nicht mehr, wie du heißt. Und wenn du sagst nein, machen wir da trotzdem. Weggeschaut, genau. Dann schauen wir da trotzdem hinter die Kulissen und sagen, wir haben offiziell hintergeschaut. Also das soll hier ein offizieller Wanderweg sein. Ich habe bisher aber keinen gesehen, der hier wirklich durchgewandert ist. Aber wundert mich jetzt gerade auch nicht bei den steilen Dingern, die hier so existieren. Ja, da kommst du ja locker, ey. Guck mal, ich bitte dich. Wir sind durch Löcher gekrabbelt, die waren tausendmal enger. Ja, nur gut, wenn es gleich nicht hier Polizei kommt oder so. Wenn die uns ficken, dann fahren die uns bestimmt auch netterweise zur Straße. Ich halte dir den Rücken frei. Ja, du bist drin. Nicht ganz, aber wir kommen in die richtige Richtung. Alter, ey. Ich häng fest. Scheiße, ey. Ist doch nicht mehr lustig hier. Ja, super. Leute, wir sind drin. Sensationell. Mega. Oh, das war sehr eng. Da dreht sich. Alter. Ist das nicht der Esel von Shrek? Ja, fast. Was ist das? Läuft das denn noch? Ist da noch Strom drauf und so? Das sieht aus, als wäre das ein Freizeitpark, den wir einfach im Winter besuchen. Nein! Nein! Hast du Taschenlampe mit? Nee. Mega, Leute. Mega. Hier so. Oh. Ja, ist schon ein bisschen abgeranzt. Aber das ist halt so, wenn die Fahrgeschäfte halt dauerhaft draußen stehen, ne? Komm, wir machen Thumbnail. Setz dich mal hier drauf. Nein, der setz dich mal in den Bus und halt den Kopf oben raus. Nee, ich hab ein Thumbnail mal raus. Sie haben gesagt, wir brauchen verlassenen Freizeitpark. Haben wir den? Ich würde sagen, ja. Okay, lass uns mal eine schnelle Nummer daraus machen. Nicht, dass einer kommt. Mir ist das immer noch so ein bisschen suspekt. Also für mich ist das immer noch nicht Lost. Aber ich habe extra nachgesehen, Leute, es ist wirklich Lost. Gerettet.
Wechsel. Nein! Das scheiß Ding fährt, ich sag dir das doch. Drück mal auf Start. Was steht denn da drauf? Jetzt leuchtet's. Was ist das Scheiß? Reset, drück mal Reset erstmal. Jetzt. Ja, das Ding läuft jetzt an. Ach, und das Ding daneben ist nur für die andere Seite. Ich muss was da. Warte, ich setz mich da rein, bitte, ja? Wenn schon, denn schon. Komm, wenn es schon eine Anzeige gibt hier für die Nummer, dann will ich das auch. Muss ich das auch lohnen, mich ins Karussell fahren. Ich glaube das jetzt hier nicht, ne? Was hier passiert, Leute? Auf Instagram die Story, neues Video. Wir sind in einem Freizeitpark, in einem verlassenen. Nein! Das geht halt ganz schön ab, das Ding. Problem ist halt mit der Glocke. Was damit? Ja, wer weiß, bis wo man die gehört. Quatsch! Gibt es hier so einen Wegweiser, dass wir mal wissen, wo wir starten können? Weil das ist ja irgendwie so ein bisschen. Wir sind, glaube ich, schon fast am Ende unserer Fahnenstange angekommen. Oh ne, da gehen die rein. Ach du Scheiße, hat sich doch rum schon. Nee. Gut, Märchenwald, Leute. Logisch, deswegen sind die Gebäude alle ein bisschen kleiner. Da unten geht das auch noch weiter. Das ist ja unglaublich. Also das ist doch nicht so klein, wie ich dachte. Fairy Forest, Farm Valley. Kommen wir nie wieder raus. Pirate Mountain. Case Solaria. Oh, da ist ein Schloss. Da ist die Ziege. Die Ziege. Hat man hier schon ein bisschen Vandalismus betrieben? Ja. Schade drum, ey. Stehe ich auch nicht. Da. Der Wolf entsiegen Geiges. Ja, aber es ist ja jetzt. Also ich fühle mich tatsächlich echt unwohl, weil wir einfach einen ganz normalen Wochentag. Wir haben einen ganz normalen Wochentag. Das heißt, es kann sein, dass der Besitzer hier rumrennt, irgendeiner sich um die Pflege kümmert oder. Vor allem laufen ja auch Spaziergänge. Ist egal. Das wird schon gut. Ich denke halt die ganze Zeit so, wie kommst du mit dem Kinderwagen hier hoch? Ist das jetzt der offizielle Weg nach oben? Das ist ja absolut Sport hier. Es wird spannend, Leute. Es wird richtig spannend noch. Ist das so ein Rapunzel-Ding? Lass dein Haar herunter. Das ist der Besitzer. Ich finde das cool. Druck hier. Was passiert denn, wenn du hier druckst? Wahrscheinlich nichts mit Haar. Oh! Ach, das ist. Nein! Mega, ey. Mit der Waffel hier auf dem Boden. Nein, da liegt dein Bett auf wieder. Ja, ich sehe ab ihn schon ein bisschen. Ach, das sind diese Dinger, wo du dann drückst und dann erzählt das halt die Geschichte und das bewegt sich so ein bisschen, oder? Ist das so? Mega. Guck mal hier. So, ja, genau. Hier ein bisschen. Geil, ey. Das habe ich früher im Schloss Beck, habe ich das immer gefeiert. Wenn da so Dinge, ja sicher, klar. Oh, guck mal, hinter den Kulissen, da ist ein Lautsprecher drauf. Der Wolf schnarcht bestimmt. Und hier, boah, mit LED. Geht das? Geht das irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Hier muss da der Strom lassen. Hier liegt eine Dreiersteckdose. Aber da liegt eine Waffe. Ja, die ist aber, das ist eine Plastikwaffe. Ich habe schon geguckt. Geil, ey. Das ist cool. Aber ich würde sagen, hier wird. Umgebaut, zurückgebaut. Guck mal, ja, hab ich schon gesehen. Das Pfefferkuchenhaus. Ja. Das habe ich schon gesehen. Das ist gut, ne? Das ist doch Hänsel und Gretel, ne? Ja. Aber guck mal, die haben hier auf jeden Fall gerodet. Das ist hier nicht zugewachsen. Die haben hier irgendwas schon abgerissen. Also entweder hauen die das alles weg oder, keine Ahnung, das ist hier Alibaba und die sieben Kamele. Alibaba Maxlo oder was? Alibaba Maxlo. Ja. Irgendwie ist das ein bisschen super heiß, weil jeden Moment hier einer kommen kann. Zugeschraubt. Ja, toll, super. Weggetoxt. Weggetoxt. 1, 2, 3, 4 Kamele liegen hier, ja. Das ist schade, das ist alles closed hier. Das ist alles closed, da hinten vorhin geschlossen. Aber da gibt es auch mal Trick 17. Reicht nicht, ne? Scheiße, Mann. Leider kann man manche Attraktionen heute nicht besichtigen. Ich glaube, wenn du von hier reinfilmst, hast du besser. Da liegt Schneewittchen. Mega. Ja, Croissants gibt's auch. Gab's früher auch schon. Ich weiß nicht. Boah, da die fette Spinne auf dem Herd, guck mal. Ja. Vor allem für die junge Generation, die sich dann hier so ein bisschen austoben kann und dann immer auf den Knopf drückt und dann die Geschichte erzählt wird, finde ich das schon mega. Das habe ich echt geliebt bei uns auch in meiner Ecke. Wir hatten ja auch so einen kleinen Park für junge Leute und da gab es immer unfassbar gute Szenenbildner, die wir zusammengebaut haben. Deswegen, ich finde das immer schon ganz wichtig, auch für die Bildung. Der Kinder. Gut, ich meine, ich glaube heute noch an den Weihnachtsmann. Gehört da unten auch noch alles dazu? Nein. Das ist das Hotel. Du hast hier eine Seilrutsche. Willst du rutschen? Ah, nee. Ach, guck mal, du musst hier drücken, dann lässt dir das Haar runter. Nein, das geht nicht noch. Das geht nicht mehr. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ich werd wahnsinnig. Da ist das Ding, die Steuerung. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die bauen das Ding hier komplett zurück. DJ Tech Doppel-CD-Player? Wo? Das bedient halt hinten drin. Deine Ecke. Nein, DJ Tech.
Da hinten. Ach, da, das ist Bedienteil. Wo ist denn die Taste? Und dann, okay, let's go, 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 go. Keine Ahnung. Geht's mehr. Lass uns mal hier so ein bisschen außen rumlaufen. Ich würde gerne noch mal das Pfefferkuchen im Superhaus da. Pfefferkuchen? Pfefferkuchen? Die Frage, die ich mir gerade stelle, am Anfang haben wir ja den Nachbar gehabt. Ja. Aber hier gibt es gar keinen Nachbarn. Oh, ist ein Schloss. Das ist ein Schloss. Mann, die haben hier alles zugenagelt. Ey, wollen die da selber nicht noch mal rein in den Bau? Das ist ja doof. Schade. Geil. Halloween, würde ich sagen. Ja, Sonderedition Halloween. Abgehackte Hände. Die Prinzessin, die untenrum schon tot ist. Keine Ahnung. Der Teufel, der sich bewegen kann. Wie bewegt er sich denn? Boah, das ist doch Eigenbau. Das ist doch mega. Ey, guckt euch mal an. Die haben ein Gestell gebaut. Und dann steckst du das Ding. Das geht nicht mehr. Nein. Dann steckst du in eine Steckdose. Und dann läuft der Motor. Das testen wir jetzt. Schade. Hier auch das Skelett, was dann irgendwelche Moves macht. Voll die ausgeklügelte Technik dahinter. Voll cool. Ja, mega. Immerhin ein Räumchen offen. Jetzt gucken wir mal weiter, was uns hier erwartet. Sehr geil. Ich muss ein bisschen lachen, weil alles da im Kleinen gebaut ist. Ist echt schön. Wo sind wir? Bei Hans und Gretchen. Gretchen. Verliefen sich im Wald, Leute. Das Pfefferkuchenhaus von Hänsel und Gretel. Das Originale. Mir ist das passiert 92. Hier hat der Fritzel Hänsel und Gretel reingelockt. Ah ne, da wird andere. Ne? Was gibt's denn hier oben? Brezels. Boah, die sind echt. Ich sag dir, dass die echt sind. Die waren mal echt. Also guck mal, die sind ausgeglichen. Die sehen aus wie Nudeln. Sieht aus wie Lampenöl. Nee, da ist Alkohol drin. Ja, auf gar keinen Fall. Zieh mal. Da ist einer drin? Nee. Doch, nimm mal. Die Hexe war eine Säuferin. Alter. Ja, hier. Was ist das? Die hat auch eine Bon gehabt, die Hexe anscheinend. Guck mal. Was ist das? Ich weiß nicht. Yeah. Das ist einer wegen Kleinanzeigen. Ich hab da Chaos Helga reingestellt. Ja, klar. Ich finde auch diese Unterverteilung hier geil. Schade, dass hier nirgendwo mehr der Strom läuft. Ne? Also, da geht ja, nichts. Irgendwann wird es eine Hauptsicherung geben. Ne? Damit scheißt du den ganzen Tag an. Mit dem Ding hier? Nee, mit der Hauptsicherung. Ich wollte schon sagen. Sehr geil, auf jeden Fall. Das hat Potenzial, das Ding. Zieh mal wieder zu, die Tür. Wie falsch gebaut. Na ja, gut, okay. Wir fassen zusammen. Hier passiert auf jeden Fall irgendwas. Ja. Das Schloss hier, das hätte ich gern von innen gesehen. Das geht noch leider nicht, weil das echt zugeschraubt ist. Die haben hier rigoros alles zugeschraubt. Ja, weil die wahrscheinlich schon andere auch geöffnet haben. Ne? Ja, aber du willst auch als Eigentümer noch mal drankommen. Da kannst du doch nicht einfach deine ganzen Gebäude zerschrauben. Ich glaube, das wird eiskalt, wird das hier plan gemacht und dann verkauft. Schade. Das hätte ich auch gern gesehen, einen orientalischen Tempel hier. Das wäre bestimmt auch cool gewesen. Hier kommen wir nicht rein in den orientalischen Supertempel. Aber da würde ich euch empfehlen, fahrt einfach mal nach Duisburg-Marxloh. Ja, oder genau, nach Köln. Ich glaube, irgendjemand hat jetzt die Aufgabe, in den Kommentaren reinzuschreiben, welche Märchen das im Detail sind. Also ich sag mal, Hänsel und Gretel haben wir. Aber was ist zum Beispiel das Ding hier? Dieser orientalische Bereich. Geil. Kannst ein bisschen was sehen, aber nur minimal. Echt? Aladdin? Nee, ist das ein Märchen, Aladdin? Weiß ich nicht. Ja gut, die durften wahrscheinlich keine Disney-Dinger, aber Hänsel und Gretel war ja auch irgendwie. Gebrüder Grimm, ne? Gretel Inc. Was ist mit dem Ding? Das hatten wir schon. Shit. Das gibt der Liebe und der C63 eine ganz andere Definition. Da brauchst du nicht mehr eine Tankstelle, die auf ewig getrockneten Rosen kaufen. Aber wenn du mit der bei der alten vor der Tür stehst, ne? Im C63. Wenn du da nicht einlochen darfst, ne? C63 ist der typische Parfüm. Dann bist du dabei. Vor allem hält die geht nicht kaputt, die ist Metall. Ja. Der Dornröschenbereich im Aber was hat die denn mit so einem Turm, mit so einem Schloss zu tun gehabt? Da kommt die AIDA, die ist auch eine Attraktion von hier. Das ist extra so gemacht. Nein! Geht's auf? Nein! Geh hoch in den Turm. Da liegt das Krönchen. Hm? Da liegt das Krönchen. Guck mal, und die Rosen haben LEDs dran, oder Lautsprecher. Die Rosen haben LEDs. Beides haben die. Toll, dann mach mal den Schrank da auf. Das ist der Kühlschrank drin von einem Dornröschen. Luftentfeuchter. Ja gut, die Dinger waren abgeschlossen quasi. Die Kinder sind vorbeigelaufen, konnten dann immer reingucken und dann hat halt das entsprechende Märchen hier eine Story erzählt. Ne? Warum? Das ist das Königsbild, machen hier vor der Burg. Nee, ich finde das schön. Schön mit dem Moos und dann gleich im Audi. Das Resümee ist doch ganz cool. Ja, okay, ne? Ja. Das ist eine kleine Breakdance, ne? Kleiner Breakdancer ist das da oben. Nee, Happy Sailor, wie von der Kirmes, die kleinen Segelschiffchen. Keine Ahnung, das ist offen. Da kann ich offen sein, da ist keine Tür. Nee, dann ist sie an. Links. Nee, ist zugenagelt. Ja, mein Gott, hier wurde mehr genagelt wie
auf Stahlstraße, ey, ist ja Wahnsinn. Weiß ich nicht, was das ist. Irgendwas auf jeden Fall. Auch wieder ein Märchen. Du hast hier nicht nur viele Sachen erlebt, du hast auch echt Kilometer gemacht und auch was für die Figur getan. So hoch und tief, wie das hier die ganze Zeit geht. Eine Bühne? Nee, ich glaube, hier standen auch wieder Figuren. Ja, oder so. Standen die hier so rum, die Figuren so? Genau so. Geh mal weiter, hier gibt's nichts zu sehen. So, das macht ja keinen Sinn bei einer Bühne. Oder die Fans standen alle bis hier. Ja, ey, der Teddybär, ey. Der Rattenfänger von Hameln. Alle Ratten drin? Ja. Das ist aber ein Originalding. Das haben die nicht gebaut hier. Das ist noch im Originalzustand von früher. Warum auch immer? Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Mal gucken hier. Jetzt ist hier eine von echt. Das wäre das Beste. Finde ich gut. Finde ich gut. Muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Hoppla. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier waren wir gerade schon, ne? Wache 4. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wie macht man das denn mit dem Kinderwagen? Gar nicht, oder was? Gar nicht. Ist doch fertig danach. Wow, geil. Wow. Der Piratenbereich. Leute, das ist cool und war bestimmt nicht günstig. Ja. Unglaublich. Der Danger-Schrank mit Blitz drauf. Pirates. Schön. Mega, cool. Sehr geil. Also finde ich schade, verstehe ich nicht, warum man sowas zurücklässt, warum es da dafür keinen Käufer gibt, weil das ist ja im Grunde eine Technik, die du auch ganz schnell mal ersetzen kannst, dass du diese komischen, schäbigen Gondeln da losschraubst und dann da irgendwas anderes rausmachst. Also das ist ja so ein klassisches Fahrgeschäft, was man ja so auch nutzen könnte noch. Aber geil, schreibt es in die Kommentare, vielleicht seid ihr aus dem Bereich. Ist geil, oder? Super ist das. Super steil, super geil und jetzt kommt die Schiffsschaukel. Weißt du, was ich mal beruflich werden wollte? Popo-Pirat. Nee, besser. Ja, den auch. Aber ich musste ja mal zum Arbeitsamt wegen der Berufswahl-Dingsbums da, ne? Da haben die zu mir gesagt, sie haben, haben so ein gutes Zeugnis, ja, dass sie Schiffsschaukelbremser werden könnten. Echt? Ja, da habe ich mir gedacht, das ist das eigentlich, ne? Ja. Geil. Da unten. Ich trau mich nicht, ey. Das hörst du bis vor 20 Minuten. Ich sehe gerade, hier ist ein TÜV-Aufkleber drauf. TÜV, 2021, TÜV geprüft auf jeden Fall bis 21, ne, danach gab es nur 3.23 ist das Ding noch hier gelaufen, 3.23, ist ja unglaublich, ey, wirklich, mega, schade um den Park, jetzt wird das immer spannender, am Anfang habe ich noch gedacht, okay, das ist jetzt einfach nur irgendwie so ein einfacher, kleiner Märchenwald, aber hier sind ja echt dickere Attraktionen auch für etwas größere Kinder schon, verrückt, ja, schade. Da hinten sieht aus, als wenn da links stehen Gondeln. Boah, der Freefall Tower da hinten ist krass. Was ist das hier? Okay, das ist die Frage. Pink Time. Ist auf jeden Fall komplett ausgebrannt, die Geschichte. Aber richtig. Schade Marmelade. Wo sind wir jetzt? In welcher Thematik? Wir sind im Wilden Westen, Leute. Was ist es? Ein Autoscooter. Nein. Obwohl, nee, ist ein Bügel drüber. Guck mal, das ist Marienkäferbahn oder sowas, oder? Perfekt. Wobei Bumpercars. Da liegt noch ein bisschen Lautsprecher. Wasserbahn vielleicht? Kann das sein? Nee, das macht auch keinen Sinn. Boah, ich hab gedacht, da oben sitzt einer, aber das ist schon wieder die nächste Attraktion. Ja, ich finde das echt ist cool. Auch eine dicke Kamera, ne? Und die sieht auf jeden Fall nicht alt aus. Die ist moderner, ja. Ja, lass uns mal gucken, dass wir mal langsam ja. Ja. Ja, eine relativ frische Kamera. Zum Eingang gerichtet sehe ich oben rechts an dem Holm gebaut. Auch nicht so super modern. Aber willkommen am am nächsten Point, ja, der Wilde Westen. Guck mal, hier konntest du Pferdchen reiten. Mega! Da ist noch ein Karussell, genau. Mit einem Weihnachtsbaum drauf. Ich würde jetzt hier oben nochmal langlaufen, gucken mal, was mich hier erwartet. Aber du könntest recht haben, also der Bereich scheint hier... Nee, die sind echt. Nein, die sind echt. Ja, das sieht wirklich gepflegt aus. Also ich glaube, der Bereich hier ist halt im besten Zustand. Die ist nicht echt. Na klar. Nee, ich glaube, die ist nicht echt. Nein, die ist nicht echt. Ich gucke nach da zum Restaurant. Nein, die ist nicht echt. Ja, die sind echt. Das ist ein Verwaltungsbereich wahrscheinlich hier. Hier ist eine zweite Zufahrt, die haben wir gerade von außen gesehen. Und ansonsten gibt es hier nicht viel, glaube ich, zu sehen. Also wir könnten jetzt noch mal im Detail darauf eingehen, aber das scheint hier irgendwie ein bisschen heißer zu werden, der Bereich hier, weil hier frischere Kameras hängen. Aber ich zeige es euch nochmal. Ja, mega.
einfach nur mega. Aber auch schon so ein bisschen was zerkloppt, also die Scheibe da kaputt gemacht. Da hängt zwar immer noch ein Schloss vor, aber ja, der Vandalismus bleibt nicht aus, ist das Problem. Verrückt. Einfach nur verrückt, die Nummer. Ich dachte auch schon Tür. Also summa summarum zusammengefasst, wir haben jetzt einiges gesehen. Ich sag mal, oben Fahrgeschäfte kriegen wir hier nicht zum Laufen, außer da von unten dieses kleine Spaßkarussell. Ja, weil hier kein Strom drauf ist, beziehungsweise die Dinger. Ja, die haben das abgeschaltet. Sollen wir runterrutschen? Ja, rutsch mal, ich warte unten. Ja, ich glaube, die sieht nicht so gut aus mit die Rutsche, ne? Leute, das war's. Zusammengefasst, was sagst du? Das ist ein gutes Ding. Spiel, Spaß und Spannung. Ja, guck mal hier. Wer ist das blaue ein Trampolin? Hier gibt's auch noch eine Durchfahrt. Hier. Nee, da steht Trampolin drauf. Ja. Nein! Ah, okay. Da hinten ist eine Hüpfburg. Die gibt's aber hier ohne Strom auch nicht. Genau, ihr seht jetzt auch hier, dass hier alles geschnitten wurde. Es gibt tatsächlich noch so einen Treuhandverwalter, der sich um das Areal hier kümmert. Aber ich habe keine Ahnung, ob die jemals wieder aufmachen werden und was hiermit passiert. Das ist vorbei. Aber wenn du das cool ist das? Ich weiß nicht. Was ist das da unten? Das ist kein Trampolin. Nee, das ist ein Wasserfontäne. Ja, ich glaube auch. Cooles Ding, muss man sagen. Sehr cooles Ding. Sehr spannend. Pirate Mountain, Farm Valley, Fairy Forest, Case Delaria. Da ist sogar eine Lok. Wo ist denn der Zug? Den haben wir nicht gesehen. Zug, nee. Da. Keine Ahnung. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem kleinen, aber feinen Video. Mehr passiert hier nicht. Wir sind jetzt einmal komplett rumgelaufen. Leider sind natürlich viele Dinger geschlossen. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Abonniert gerne den Kanal. Mehr können wir nicht zeigen. Also, es ist leider im Grunde ein kompletter Dornröschenschlaf in diesem Märchenwald. Das Ding wird nie wieder aktiviert werden, man baut das wahrscheinlich zurück. Und es ist tatsächlich aufgrund der steigenden Strompreise, aufgrund der steigenden Gaspreise und durch Corona verschuldet, dass das Ding halt hier im Dezember zuletzt den Laden geöffnet hatte. Ja, das war's. Schade drum. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Hesse noch im Dunkeln. Wir sind jetzt hier weg. Tschüss!